Festnahmen vor dem britischen Parlament am Mittwoch in London. Während die Abgeordneten über die neuen Maßnahmen zur Bekämpfung der ansteigenden Coronavirus-Infektionen abstimmen sollten, machten einige Demonstranten ihrem Unmut Luft. Die neuen Lockdown-Maßnahmen der Regierung gehen hier vielen zu weit. Demnach sollen die Menschen ihre Häuser nur noch verlassen, um einzukaufen oder zur Arbeit oder zum Arzt zu gehen. Schulen und nicht lebensnotwendige Geschäfte schließen. Freizeitsport ist untersagt. Der britische Premierminister Boris Johnson verteidigte im Parlament die Maßnahmen. Großbritannien impfe bereits jetzt schneller als jedes vergleichbare Land und die Quote werde sich hoffentlich noch erhöhen. Doch während wir diesen Riesensprung machen, um das Virus endlich zu überwinden und unser Leben zurückzuerobern, müssen wir uns mit der neuen Variante auseinandersetzen, die zwischen 50% und 70% ansteckender ist. Die Maßnahmen, auf die sich dieses Haus letzten Monat geeinigt hat, bezogen sich auf die alte Virusvariante. Aber leider hat diese Mutation, die sich mit beängstigender Leichtigkeit und Geschwindigkeit ausbreitet, trotz der hervorragenden Arbeit der britischen Öffentlichkeit zu mehr Fällen geführt, als wir je zuvor gesehen haben. Zahlen, die sich leider nicht durch den riesigen Anstieg bei den Tests erklären lassen. Großbritannien ist einer der am stärksten von der Pandemie getroffenen Staaten Europas. Zuletzt wurden immer neue Rekorde bei den Corona-Neuinfektionen verkündet. Auch die Zahl der Todesfälle und die der Covid-19-Patienten in Kliniken war zuletzt deutlich gestiegen.